So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Workout-Vlog. Es geht für uns in die wohl mental als auch körperlich härteste Session der Woche. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann vergesst nicht, unten auf Abonnieren zu drücken, Glocke zu läuten und zu kommentieren, was ihr heute trainiert. Denn für mich geht es ins Beintraining jetzt. Ja? Und ja, Beintraining ist aktuell sehr, sehr hart. Ja? Wir haben zwar relativ geringes Volumen, aber die Intensity ist trotzdem sehr, sehr hoch. Wir machen heute wieder die 92 auf der Leg Press, im Back auf die 250. Ja. Und wir werden diesmal aber bei der Hip Thrust nicht die 190 machen, sondern wahrscheinlich nur 160, weil einfach der Impact dieser 190 so hart gewesen ist über die letzten Tage, dass ich es gar nicht gepackt habe. Ja. Also werden wir dahingehend schauen, dass wir die 160, aber dafür in der Higher Rep Range durcharbeiten und ja, einfach schauen, wie der Impact dieser Leg Session sein wird. So schaut es mal aus. Lange Rede, kurzer Unsinn, gibt nicht mehr zu sagen. Wir gehen rein in den Leg Day. Let's go. Müdigkeit kickt. Vor allem so nach dem Pre-Workout-Meal, diese Müdigkeit. Also ich würde am liebsten jetzt nappen oder sowas. Aber ja, nichtsdestotrotz, es geht ins Gym. Monster ist am Start. Let's go. Ab geht's in die Bein-Session. Come on.
Ah! Oh! Noch einmal.
Jo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum Fazit unserer Leg Session, die ausgezeichnet verlaufen ist. Also mental gesehen war ich ready für Beine, obwohl Müdigkeit gekickt hat. Ich habe Pre-Workout, Meal und Co. ausgezeichnet getimed und erwischt. Ja. Das Einzige, wo ich jetzt merke wieder, dass die Beine halt gut war, dass mein Sprachzentrum, ja, also mein Reden nach der Einheit, immer mehr beeinträchtigt wird und ich eigentlich auch merke, dass ich nach meinen Trainingseinheiten eigentlich im Auto sitze und absolut keine Musik höre, also wirklich Ruhe und Stille habe und auch diese Zeit post-Workout mit Stille probiere zu genießen. Also vor dem Urlaub, müsst ihr euch vorstellen, habe ich immer YouTube-Videos geschaut beim Essen und tue ich noch immer, aber auch nicht mehr in dieser Frequenz, dass ich immer, weiß ich nicht, 3-4 Videos am Tag reinziehe, um einfach so zu consumen, sondern wirklich auch die Zeit genieße und ein bisschen was lese. Ja, verändert sich. Ich glaube, dass das ein positiver Aspekt des Ganzen ist. Gehen wir die Beineinheit durch. Leg Curl ausgezeichnet, 15 Reps überall runtergekloppt, beziehungsweise sogar mehr im Topset gemacht, als erforderlich war, einfach weil die Maschine schon outmaxed ist. Vielleicht da irgendwann einmal auf unilateral umsteigen nach der Prep, werden wir sehen, schauen wir sich einfach an, ja, in Ruhe. Leg Press 92, 11 Mal super smooth gegangen, ja, also super smooth. trotzdem in Blöcken runtergearbeitet, die Sachen. Aber ich denke, dass ich dort vielleicht sogar steigern könnte auf die 300. Werden wir sehen, ob ich mich das zutraue das nächste Mal. Ich habe jetzt diese Woche das erste Mal seit langer, langer Zeit auch keine Refeeds im Plan. Und wir sind eigentlich mit Low Calories am Start von 2000. Schauen auch, dass ich jetzt ein paar Sachen dahingehend optimiere. Was ich optimiert habe auf jeden Fall war, dass ich sehr viel Salz vor dieser Einheit konsumiert habe. Also im Booster als auch im Pre-Workout-Meal war Salz mit drinnen. Ja. Einfach damit ich während des Satzes intramuskulär keine Krämpfe bekomme, zu was ich tendiere. Also wenn ich normal salze, ja, und meinen Booster nehme, habe ich im Haxen drinnen, also es fühlt sich wirklich im Quadrizeps drinnen, Krampf der Quadrizeps, und wenn ich dahingehend so 5 Gramm Salz vorher genommen habe, was jetzt nach viel klingt, ja, über den Tag verteilt nehme ich maximal 10 Gramm, also die Hälfte meines Salzes, im ersten Meal sozusagen vorm Training performanceorientiert zu mir nehme, verhindere ich diese Art von Krämpfen. Ja.
Und da schaue ich wirklich, dass ich jetzt immer vor der Beineinheit genug Salz konsumiere, damit ich eben diese schweren Sätze so gut es geht absolvieren kann. Ja. Backoff dann 16 Reps auf 250 gemacht, was super gut war auch. Ja. Dann die Leg Extension, Hip Thrust, Waddleheben, Bauch. Also sehr überschaubare Einheit, intens und ja, einfach sehr müde gemacht jetzt. Das heißt, heute wird jetzt noch gegessen, am Abend geht es dann zu meinen Eltern, morgen Zahnarzt, übermorgen Vorträge und Push-Einheit und dann halt noch am Freitag eine Early-Early-Bird-Einheit höchstwahrscheinlich. Da muss ich um 5:30, 5 Uhr aufstehen, damit ich alles alles in einem Tag unter einen Hut bekomme und nicht am Abend erst trainieren gehe, sondern wirklich das Training priorisiere. Und gleich in der Früh, unter Anführungszeichen, so relativ auf nüchternen Magen leider, wahrscheinlich trainieren gehen werde, weil so knapp, da müsste ich halt um 4 Uhr aufstehen und meine erste Mahlzeit zu mir nehmen, damit ich dann um 6 trainieren gehen kann, etc. pp. Deswegen werde ich das eher knapp aneinander timen und nach dem Training erst meine erste Mahlzeit konsumieren. Ja. Vielleicht schaue ich, dass ich am Donnerstag die letzte Mahlzeit bisschen später konsumiere, aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss haben wird. Somit, ja. Auf jeden Fall ein bisschen gestauchte Woche und nächste Woche schaut es dann ähnlich aus. Da werde ich auch probieren, eben 4 Einheiten back-to-back reinzubekommen. So schaut aus, meine Freunde. Ich wünsche euch ein super geiles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Verkehrsfunk knallt uns wieder mal rein mitten beim Reden. Vergesst nicht, Abo da lassen, Like da lassen, Subscribe da lassen, Glocke läuten, kommentieren, was ihr heute trainiert. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Peace.